Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittagessen gibt's Plov. Das ist Reisgericht, Reis mit Fleisch. Und so sieht es aus. Denn Reis wird nicht verklebt, er wird schön locker, durch das wir ihn richtig gut auswaschen, dann ist er so. Und dafür nimmt man immer so einen Spitzreis. Kein runder Reis, kein Milchreis oder Risotto-Reis, nein. Und das Fleisch ist butterweich, es ist sehr, sehr lecker. Und das kann man sogar für 2 Tage kochen, wenn ihr nur zu zweit seid. Weil am nächsten Tag kann man das auch aufwärmen. Serviert man das eigentlich auf den ganz großen Teller, wird einfach top umgedreht. Ja, heutzutage mischt das alles zusammen und isst man so, weil die Familie sind nicht mehr so groß wie früher. Das Gericht wirklich macht sehr satt. Durch das viel Fett und Fleisch innen drinnen wird man wirklich sehr satt. Und dafür serviert man einfach Tomatensalat. Und Tomatensalat auch ohne Öl, weil es ist genug Öl in diesem Gericht. Deswegen wird nur einfach Tomaten, Kräuter, ein bisschen Zwiebel zusammengemischt und das war's. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Für den Plov brauchen wir als Erste wirklich, das ist den Reis. Und Reis müssen wir unbedingt so gut auswaschen, dass das Wasser, so wie jetzt bei mir ist, das ist schon 7. Wasser, so klar ist. Den Reis muss man richtig gut auswaschen. In so einem lauwarmes Wasser geht es am besten. Das werde ich noch jetzt absieben, weil ich wollte nur euch zeigen, ihr solltet so lange euren Reis auswaschen, bis das Wasser richtig klar ist. Dann brauchen wir Fleisch. Fleisch, es kann egal welche nehmen. Es kann man nun mit Geflügel es machen, nur mit Schweinefleisch machen oder halb-halb nehmen, Schwein und Rind. Das ist euch überlassen. Wenn ihr Vegetarier seid, dann kann man auch diese Plov, diese Reis auch ohne Fleisch es machen. Das ist auch kein Problem. Dann brauchen wir Zwiebel. Zwiebel nicht zu viel nehmen, dass der Reis auch locker bleibt, nicht zu klebrig. Möhren, Knoblauch. So traditionell nimmt man ganze Knolle und steckt in den Reis. Ich habe mich heute nur so viel vorbereitet, das sind die 5, aber ziemlich große Zehen. Dann Chili, Chili natürlich nach Geschmack oder so ein scharfer Pfeffer oder Peperoni kann man da reinmachen, irgendwas Schärfe. Muss aber nicht unbedingt sein. Was noch in diesem Gericht große Rolle spielt, es ist Fett. Oder nimmt man Öl zum Anbraten oder nimmt man direkt wirklich Fett. Und als mageres Fleisch, als mehr nimmt man Fett. Weil das Fett in diesem Gericht das richtige so einen Geschmack trägt. Da braucht man wirklich Fett. Und von den Gewürzen brauchen wie immer so Salz, Pfeffer, ich nehme noch ein bisschen Paprika, edelsüß. Wer nicht mag, muss es nicht dazu sein, aber bei dem Plov nimmt man gerne Kreuzkümmel. Dann Kurkuma für eine schönere Farbe, dann Reis wird es mal so richtig schön gelblich. Und wenn ihr mögt, könnt ihr irgendwelche Gewürz für das Fleisch, das nehmen. Ich habe mir jetzt hingestellt, das, was ich selber gemacht, diese Hähnchengewürz, werde anwenden. Muss aber nicht unbedingt sein. Fleisch habe ich schon gleich in so eine kleinere Stücke geschnitten. Zwiebel, wenn es so eine große Zwiebel wie bei mir, dann schneiden wir einfach in die Halbkreise. Und die Möhren kann man auf die große Reibe reiben oder schneidet es mal in so eine Spalten und die Spalten nicht zu dünn. Die sollen etwas so dicker sein und dann in so eine Stifte. Kann man nur um die Hälfte machen, dass sie ungefähr so kurz sind. So, Knoblauch lassen wir
Ganz und anbraten werde ich in meine Gusseisentopf, in welche backe ich auch Brot. Kann man natürlich auch in einem Topf mit dicke Boden auch anbraten, wird es auch funktionieren. So, ich schneide erstmal jetzt noch die Möhren und dann gehen wir ans Herd und werden wir unsere Plov zubereiten. So, stellen wir jetzt den Topf hin auf den Herd und geben wir das Öl rein. Lassen wir das Öl richtig aufheizen. So, das Öl jetzt heiß. Ja, geben wir jetzt den Fleisch rein. Und werden wir den Fleisch so lange anbraten, bis das er so goldbraun wird. Dass er so scharf angebraten wird und nicht mehr schäumt. So wie jetzt. Schaut ihr. Jetzt ist noch unser Fleisch natürlich hat sehr viel Feuchtigkeit. Deswegen müssen wir diese Feuchtigkeit ausdampfen, ausbraten lassen. So, ungefähr ist jetzt 10 Minuten gedauert. Schaut ihr, wie unser Fleisch aussieht. Wir müssen ihn natürlich nicht schwarz machen. Aber er ist schon von alle Seiten schön goldbraun angebraten. Und jetzt geben wir den Zwiebel rein. Und genauso mit den Zwiebeln werden wir weiter braten, dass die Zwiebel auch so eine Farbe annimmt. So, es sind ungefähr so 2 Minuten vorbei. Schaut ihr, die Zwiebel hat auch schöne Farbe angenommen. Ich brate alles auf ein bisschen mehr als mittlere Hitze. Und jetzt ist die Zeit, die Möhren dazu geben. Alle Zutaten zu diesem Rezept stehen unten in der Beschreibung, wie immer. Jetzt machen wir das noch mit Möhren. Jetzt können wir auch schon gleich die Würze dazu geben. Das ist den Salz, bisschen Kurkuma. Wie gesagt, bisschen kann man auch bei Fleischgewürz oder Hähnchengewürz haben wir vor kurzem gemacht. Bisschen Kreuzkümmel. Ich mache nur ein bisschen Paprika, Edelsüß, kann man auch Cayennepfeffer nehmen, schwarze Pfeffer, alles schön umrühren. Und jetzt decke ich mein Töpfchen zu und lasse auf den etwas weniger als mittlere Hitze so ungefähr 15 Minuten schmoren. So, 15 Minuten rum. Jetzt schauen wir in unser Töpfchen. Schaut ihr, alles schön ruhig schmort. Ich habe auf meinem Elektroherd 14 Stufen und dann habe ich noch auf 3 ganz langsam schmoren lassen. Umrühren nochmal und dann können wir schon den Reis verteilen obendrauf. Gut verteilen. Das kann man ein bisschen so sogar andrücken. Und jetzt brauchen wir heißes Wasser oder kann man sogar auch Brühe nehmen. Aber weil das Fleisch sowieso hat sehr viel Fett und viele Gewürze, kann man einfach ruhig das Wasser nehmen. Und so viel Wasser werden wir jetzt einfüllen, dass über den Reis ungefähr 1 cm steht. Auf jeden Fall Reis soll bedeckt sein. Und was ich jetzt noch gebe oben drauf, das ist so ungefähr ein ganz kleiner Teelöffel Salz. Wir haben jetzt Fleischgewürz und dass der Reis nicht so fade wird, auch ein bisschen oben drauf Salz reinmachen. Jetzt decken wir unser Töpfchen zu, stelle mein Herd auf die mittlere Stufe und köchle weitere ungefähr 30 Minuten. Es muss mal auch schauen, welches Fleisch habt ihr auch genommen. Wenn ihr Rindfleisch genommen, dann würde ich die ersten 15 Minuten etwas länger machen, dass das Fleisch auch gar wird. In meinem Fall habe ich jetzt Schweinefleisch genommen, deswegen habe ich jetzt 15 Minuten geschmort und jetzt mit Reis weitere noch 30 Minuten. Es sollte aber wirklich
Schön langsam köcheln, nicht zu schnell, dass die unten nicht anbrennt, weil jetzt am besten den Deckel gar nicht hochheben. So, 30 Minuten sind vorbei, dann schauen wir rein in unser Töpfchen, wie es das alles hier aussieht. Unbedingt mal schauen nach der Flüssigkeit, wie es so ist. Jetzt in die Mitte machen wir jetzt unseren Knoblauch. Und wenn er natürlich viel kocht, dann ist ja sinnvoll, ganze Knolle in die Mitte reinmachen. Ich koche es nicht viel, deswegen gebe ich einfach hier in die Mitte Knoblauch ziehen und zwei so eine kleinere Chili-Stücke und werden die von Rand in die Mitte den Reis ziehen. So ein Häufchen machen. Ihr könnt sogar ein Stückchen Fleisch rausnehmen und probieren, wie geil es ist. Und deswegen danach könnt ihr noch ein bisschen weiter schmoren lassen. Das müsst ihr selber probieren. Es kann man nicht genau die Zeiten sagen, wie lange soll es sein. So, jetzt mache ich einen Teller oben drauf, decke wieder zu und lasse mein Herd auf 1 nur stellen, sozusagen auf die niedrigste Stufe. Und lasse auf die niedrigste Stufe noch 15 Minuten ziehen. Und danach kann man schon servieren. Dazu passt sehr gut Tomatensalat. So, meine Lieben, jetzt werden wir endlich mal servieren. Mal schauen, wie es hier aussieht. Den Teller lege ich nur deswegen, dass hier sammelt es sich so Kondenswasser, dass die mir nicht direkt in den Reis tropft. So, ui. Und jetzt kann man auch noch ein bisschen nachwürzen. Ich mag gerne, es ist mit geräucherter Paprika. Aber nicht jeder mag das, deswegen muss das nicht sein. Ich mache noch ein bisschen. Schöner Geruch kommt dann gleich. So, und können wir jetzt alles schön umrühren, von unten nach oben. Knoblauch kann man rausnehmen, aber die Chili nehme ich raus, bevor mal hier jemand reinbeißt. Das waren nur 2 Stückchen. Schaut ihr, wie toll sieht aus. Probiert ihr. Im Fall, wenn mal was fehlt, kann man noch immer nachwürzen. Ein bisschen Pfeffer oder Salz. So, herrlich. Und jetzt können wir servieren. Schaut, wie sieht der Reis aus? Richtig schön, locker, nicht verklebt und nicht pumpig. Dem Fleisch ist auch sehr, sehr weich. Aber wie gesagt, nach dem Fleisch musst du immer mal probieren, weil weiß man nicht, wer welche Sorte von Fleisch es nimmt. So, meine Lieben, sind wir heute wieder mal fertig? Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, natürlich danach einen guten Appetit und ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!